Die Ratsfraktion spricht sich ganz ausdrücklich gegen den Transport von Castoren durch Düsseldorf aus. Wir wollen keinen Atommüll in dieser Stadt haben. Wir sehen besondere Probleme darin, dass die geplante Strecke durch Wohnbebauung geführt wird, durch den Staufenplatztunnel, der nur sehr eingeschränkt Standards erfüllt, die den Brandschutz betreffen. Und wir protestieren ausdrücklich gegen die Atompolitik der schwarz-gelben Bundesregierung. Durch die Atomlaufzeitverlängerung fallen weitere über 4000 Tonnen radioaktiver Müll an, der dann auch wieder durch das Land transportiert werden muss, um zu Zwischen- und Endlagern gebracht zu werden. Daher fordern wir die Bevölkerung auch dazu auf, sich den Protesten gegen diesen möglichen Atomtransport durch Düsseldorf anzuschließen, mitzumachen und zu sagen, wir wollen diesen radioaktiven Müll nicht hier in der Stadt.